Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir über ein Achievement erspielen können. Und zwar heißt das Toy Verwitterter Violetter Sonnenschirm. Und dieses bekommen wir über das Achievement Sonnenschirm segeln. Und dieses finden wir einmal hier unter Quests und dann Shadowlands. Für das Achievement Sonnenschirm segeln müssen wir die World Quest Segeln der Sonnenschirm insgesamt 10-mal abschließen. Und wenn ich euch jetzt so oft Sonnenschirm gesagt habe, dann ja, ist leider so. Wo ist die World Quest? Und zwar befindet sich die einmal hier auf den Koordinaten 57, 55 in Ravendrest, die einfach 10-mal machen. Da muss man mit einem Sonnenschirm von hier nach da unten fliegen. Und das war es eigentlich. Muss halt gucken, dass man die 10-mal erwischt. Die ist jetzt halt nicht immer da. Ich habe jetzt doch ein bisschen gebraucht, bis ich sie 10-mal geholt habe. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt aber das Toy an. Wir lernen das einmal. Und übrigens, das kriegt ihr per Post nachgeschickt. Also nicht direkt, wenn ihr das Achievement abgeschlossen hat, warum Blizzard das gemacht hat. Weiß ich nicht. Gibt es nur so einen kleinen Text dazu. Den kann man sich durchlesen oder man löscht den Brief einfach. Wir wollen jetzt einmal den Sonnenschirm uns anschauen. Und zwar haben wir es hier, verwitterter violetter Sonnenschirm, zieht für 15 Minuten einen violetten Sonnenschirm hervor, der euch ermöglicht, bei eurem nächsten Fall gefahrlos herabzuschweben. Und das machen wir mal. Also wir können quasi so eine Art Goblin-Gleiter vorher aktivieren, wenn ich jetzt in Bären gehe. Okay, also der Bär hat den Sonnenschirm nicht in der Hand, aber wir haben so den Sonnenschirm in der Hand. Und wenn wir jetzt irgendwo fallen, dann müsste der funktionieren. Ah, okay, ich dachte, hat jetzt kurz einen... Also man muss ein bisschen fallen, bis er aufgemacht wird. Oh, man kann ihn auch steuern. Also man kann tatsächlich steuern, wo man hinfliegt. Ist quasi so ein kleiner Goblin-Gleiter. Er hält aber jetzt nicht so lang, wie ihr seht. Jetzt ist er ausgelaufen. Ich will eigentlich ungern sterben, deswegen machen wir das jetzt mal so. Ihr habt gesehen, für kurze Distanzen hilft er was. Für längere würde ich euch empfehlen, vielleicht dennoch einen Goblin-Gleiter zu benutzen. Aber dafür, dass es ein Toy ist, könnt ihr dann mit jedem Chan benutzen. Ist es eine halbwegs nützliche Angelegenheit. Hier in Shadowlands gibt es hier einige Items, die euren Fallschaden verringern. Wenn ihr ein paar kombiniert, könnt ihr eventuell auf die Goblin-Gleiter verzichten. Spart euch einen Platz im Inventar und könnt ihr halt irgendwie alle rausziehen und habt dann vielleicht da so eine kleine Möglichkeit. Oder wenn ihr mal euren Goblin-Gleiter vergessen habt, irgendwo seid an der Klippe und denkt euch, ah, jetzt könnt ihr einen brauchen, dann habt ihr vielleicht so ein Toy. Gut, ich würde sagen, damit sind wir durch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachspielen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tilla, bis dann. Ciao.